Ja, hallo liebe Freunde von Schullaufprogrammieren. Wir werden hier heute einen Schnelldurchlauf machen, hier, wie man so eine Roadmap erstellen kann, wenn du angefangen hast zu coden oder du weißt nicht so richtig, ja, wie du es zeitlich so ein bisschen planen sollst, um Programmieren zu lernen. Und das wollen wir uns hier mal bei diesem Plan hier anschauen. Ja, man kann den also kostenlos runterladen auf Schullaufprogrammierung. Und ja, wir gucken hier uns die Oberfläche mal an. Also sehr cooles Design hier. Ja, ihr könnt ihn da kostenlos runterladen und wir schauen hier mal, was man hier so alles machen kann. Ja, die Roadmap ist einfach ja so ein Plan, so ein zeitlicher Plan. Ja, wann du überhaupt was machen willst, ja, wann willst du anfangen zu programmieren und so weiter, was willst du überhaupt lernen, ja. So kann man das also machen und es ist hier, also es ist so ein Jahresplan, kannst das ganze Jahr komplett hier durchplanen, wir gehen gleich mal näher hier durch, ja, dann kannst du hier zum Beispiel die Termine eintragen, wenn du ja was Wichtiges hast, ja, du hast hier eine Info, du kannst hier, wenn du Bücher liest, kannst du bestimmte Artikel, ja, kannst du dir verlinken, wenn du sagst, ja, heute habe ich jetzt keine Zeit, das zu lesen, ja, dann notierst du dir hier einfach den Link, ja, und guckst es zum anderen Tag an, das heißt, du kannst hier auch so eine Stoffsammlung machen, ja, was du alles lernen willst und es hilft dir einfach einen Überblick zu haben über das Ganze. Ja. Also sehr, sehr cool, weil du einfach den Überblick nicht verlierst. Ja. Dann kannst du hier zum Beispiel deine Projekte eintragen. Welche Apps hast du gemacht, welche Webseiten und so weiter. Ja, wo bist du genau? Ja, kannst du hier alles so genau eintragen. Und cool ist so eine Roadmap auch, wenn du zum Beispiel jemanden kennst, der sich sehr gut auskennt. Ja. In der Programmierung, dem kannst du das ganze Ding einfach schicken und sagen, ja, ich habe hier oder da Probleme, was meinst du? Passt das zeitlich? Ja, es gibt einfach Leute, die sich natürlich sehr gut auskennen, ja, was ist am besten, was man lernen soll, ja, damit du eben cool ans Ziel kommst, ja, nimmst du den Plan und schickst es ihm einfach mal, ja. Das ist auch so eine Art Dokumentation und zugleich hast du auch so ein bisschen, ja, du hast so eine eigene Kontrolle drüber, ja, weil oftmals, ja, hat man keine Zeit, ist in der Schule oder auf Arbeit und so weiter, ja, und vernachlässigt das Ganze, ja, aber du willst ja vorwärts kommen, deshalb ist es ganz cool, hier alles durchzuplanen, ja, hast du hier zum Beispiel die Hexe, ist klar, da kannst du Klassenarbeit und Prüfungen machen, ja, da gibst du einfach hier den Link hier ein auf Schulhochprogrammieren und hast dann auch Lösungen, ja, also mach so kleine Projekte, um letztendlich cool durchzustarten. Ja. Das Coole ist, ja, egal ob du jetzt, sagen wir mal, das im Januar 30 Stunden programmiert, ja, im Februar 40 Stunden und so weiter, dann wird dir das Ganze hier komplett hier zusammen automatisiert berechnet. Ja. Siehst du, das ist sehr cool hier. Dann hier praktisch Januar, Februar machen wir nachher mal, wenn wir es kurz praktisch durchspielen, ja, wird das hier also zusammengerechnet. Das heißt, du hast immer so eine genaue Kontrolle, wie viel, ja, wie viele Stunden hast du eigentlich schon gecodet, ja, und gelernt, ja. Also es hilft auf jeden Fall so ein bisschen auch zu schauen, ja, wie fleißig du warst letztendlich, ja. Weil beim Programmieren, das zieht sich halt über Monate, ja, und so weiter. Das ist keine Sache, die du in 2-3 Tagen erledigt hast, ja. Das ist wirklich hartes Lernen teilweise. Und da ist es halt echt cool, wenn du so ein bisschen, ja, so ein bisschen Planung machst, ja. Jetzt kommen wir kurz zur Roadmap, ja, wir gehen später ein bisschen, also hier planst du das Ganze, ja. Und das ist also sozusagen der ja, erste Schritt. Und dann gibt es hier so die drei Möglichkeiten. Ja. Ein Allgemeinplan, das kriege ich hier gerade mal so rüber. Ja, könnt ihr dann einfach das Video hier stoppen. Ja, und es soll ich in Ruhe hier durchlesen, was ich hier noch so geschrieben habe. Ja. Wir stellen jetzt einfach mal so einen kleinen Roadplan kurz und gucken uns das an, wie du vorgehen kannst, wie die Zeiten berechnet werden und so weiter. Ja. Aber das so ein bisschen praktisch selber auch später machen kannst. Ja. Also, erster Schritt ist hier, du musst dich festlegen. Ja. Das heißt, machst du das Ganze im A-Plan-Verfahren, im B-Plan-Verfahren oder im C-Plan-Verfahren. Ja. Das A-Plan-Verfahren, ja, gucken wir uns hier kurz an. Das bedeutet hier, dass wenn du zum Beispiel ja, wirklich programmieren lernen willst, also beruflich das machen willst, ja,
dann schaust du ja in der Regel zum Lernen auch Videos, ja. Und wenn du hier zum Beispiel guckst du Video 1, Video 2, Video 3 und so weiter an, dann wird diese Zeit nicht einberechnet in dein Zeitkontingent. Ja, das ist ganz wichtig, weil ja, dich stundenlang mit Videos zu berieseln, bringt dir letztendlich auch nichts. Ja. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 3 Stunden lang Videos guckst, ja, ohne praktisch an der Tastatur zugleich eben den Code zu schreiben, dann wird diese Zeit nicht berechnet. Ja, das ist wichtig. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier schaust du das Video, während du auch den Code eingibst, ja, das ist ein Unterschied. Diese Zeit, die berechnest du. Ja. Ganz wichtig. Das System wurde so entwickelt, weil du hast dann praktisch, ja, Programmieren lernst du nicht durch Video gucken. Ja, kannst du, Fußballer wird auch kein guter Fußballer, wenn er 10 Stunden lang nur ja, Video schaut, wie man gut Fußball spielt, sondern du musst es einfach praktisch probieren. Ja. Das heißt, du schreibst dir nur die Zeiten auf, wo du wirklich auch ja, Video schaust und praktisch direkt ja, das Video immer wieder stoppst, anschaust und so weiter und praktisch eben den Code eintragst. Ja? Zum Beispiel in Visual Studio Code zum Beispiel. Ja? Oder in, ja, ich mache es ja mal auf Python. Ja? Also ganz, ganz verschieden. Ja? Und das ist wichtig. Ja? Das ist die erste Sache. Und dann die zweite. Schauen wir uns hier an. So, hier. Dann die zweite Möglichkeit ist die Easy and Go. Ja, wenn du sagst, ja, das ist mir irgendwie zu kompliziert oder zu blöd zu berechnen, ja, dann nimmst du die Easy and Go Zeitmanagement-Methode und sagst du, okay, du nimmst dir vor, heute code ich von 8 bis 12 und egal, was du in der Zeit machst, ja, Video schauen, Buch lesen, direkt am Rechner, dann hast du 8 bis 12, ja, dann schreibst du 4 Stunden fertig. Ja. Und dann gibt es hier noch das andere, also Zeitmanagement C. Ja. Das ist so für Hobby, ja, wenn du sagst, ja, eigentlich ist es mir egal, wie viel Zeit ich brauche. Ich brauche halt so lange, wie ich brauche, ja, aber ich will trotzdem so ein bisschen Kontrolle haben. Dann machst du den Zeitfaktor C. Ja. Also für alle, die das letztendlich, ja, wenn du wirklich sagst, du hast ein hartes Ziel, du willst auch wirklich in die Softwareentwicklung einsteigen, dann ist es gut, wenn du auf jeden Fall hier dich vielleicht auf diesen Wert hier konzentrierst. Ja, dann kannst du dich auch mit anderen austauschen, die dann eben ebenfalls zum Beispiel nur diese Zeiten hier berechnen. Ja, kannst du sagen, okay, ich habe 300 Stunden ja, gemacht, ja, und dann sieht der, kannst du dem anderen auch das Ding zuschicken, ja, und der kann sich genau anschauen, was hast du bisher alles gecodet. Ja. Man geht hier also wirklich darauf aus, davon aus, dass die Stundenzahl, die du hier angibst, ja, das ist letztendlich, ja, dass du da dran geblieben bist, sozusagen. Ja. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Ja. Ich werde das Video hier so ein bisschen ja, teilen, sage ich jetzt mal. Das war sozusagen Teil 1. Ja. Beim nächsten Video geht es dann hier darum, wie kann ich hier die Zeiten hier eintragen. Okay, das war's dann auch schon. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.